liebe Freunde des guten Gameplays. Ich bin's, euer Alex Butes von DGZ, a.k.a. Durchgezockt. Und heute kommen wir mal zum anderen Thema, und zwar die Systemanforderungen von Ark Survival Evolved. Wie kann ich's spielen? Wie kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen FPS rausknallen? Die meisten findigen euch, die ja schon länger zocken, werden wahrscheinlich schon einige Tipps hier kennen oder den guten Tipp, den ich habe. Aber fangen wir doch mal ganz einfach an. Ich kriege ab und zu die Fragen, kann ich das mit meinem Laptop spielen? Kann ich das mit meinem PC spielen? Etc. pp. Ja, ist eine gute Frage, ist genauso, als würde mich jemand fragen, hey, kann ich mit meinem Auto nach Hamburg fahren? Klar, kommt drauf an, wie viel Sprit du im Tank hast, kommt drauf an, was für einen Motor du hast, kommt drauf an, ob die Autobahnen, die Flaschenhälse alle offen sind, und dann kommst du auch nach Hamburg mit der Karre. Bevor ich jetzt hier mal eben kurz eine Auflistung mache, was die offiziellen Systemforderungen sind und was ich meine oder was ich empfehle, hier im Hintergrund seht ihr verschiedene Auflösungen von Minimum bis High läuft zwischen 30 und 70 FPS. Guckt euch das an, merkt euch das, vergleicht das, und bei Minimalvoraussetzung kannst du das natürlich auch nur auf Minimal zocken. Also offizielle Mindestvoraussetzung für Ark Survival Evolved ist ein Betriebssystem 64-Bit Windows 7 Service Pack 1 oder höher, ein 2 GHz Dual Core 64-Bit CPU, mindestens 4 GB Arbeitsspeicher, eine DirectX 10 kompatible CPU mit 1 GB Arbeitsspeicher, also 1 GB RAM, naja, und freier Festplattenspeicher von 20 GB. Obwohl das sich schon erledigt hat, ist ja Early Access. Mein Spiel nimmt mittlerweile um die 40 bis 50 GB auf der Festplatte ein. So, was kann ich empfehlen? Was muss man haben, um richtig, ja, ziemlich gut zu zocken? Zumindest auf High und vielleicht sogar auf Epic. Also, natürlich Betriebssystem, das gleiche. Prozessor, ein 3 GHz Quad-Core-Prozessor. Mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, obwohl ich selber mit 32 GB Speicher arbeite. Eine Grafikkarte mit mindestens 3 GB RAM. Ich arbeite mit einer GTX 970, 4 GB RAM, Overclock plus die Physics. Ob die Physics in dem Spiel schon integriert ist, glaube ich weniger. Und wie gesagt, Festplattenspeicher mindestens 50 GB. Würde ich vorhalten, es kommen immer wieder neue Patches raus, es kommen immer wieder mal Updates zwischen 180k Updates bis zu 3-4 GB Updates hier in Ark Survival Evolved. So, damit ich die letzten FPS rausholen kann, hier über Eigenschaften Startoption festlegen und gebe diesen Code da rein. Use all available cores. Cores. Ja, so ähnlich. Ne? Minus SM4 minus D3D10. Damit hole ich dann noch das letzte Mögliche raus. Jetzt gehe ich noch mal rein und zeige euch, wie meine normalen Settings sind. Wenn der jetzt mal endlich switchen würde. Und hier sind wir jetzt drin. Und das ist ungefähr die Setting, mit der ich immer spiele oder jetzt spielen kann. Und ich gehe mal auf Option. Sky-Qualität nehme ich normalerweise ein bisschen runter. Anti-Alias mache ich auf High oder Medium. Motion Blur knall ich raus. Das ist so ziemlich. Nee, das mache ich auf Epic. Das Post-Processing mache ich runter. Und damit ist ein relativ flüssiges Spiel möglich. Es ist immer zu bedenken, Early Access, und es gibt Gegner, da bricht die Framerate ein. Besonders wenn man mit einem schnellen Vogel unterwegs ist, kann das unheimlich schnell in die Hose gehen. Es gibt auch immer wieder Beschwerden. Ah, die Grafik ist so scheiße, die ist so beschissen. Ja, und? Gut. Early Access. Geh nach Hause. Hol in deiner Kammer. Ist aber schon genial gemacht, das Game. Ja, es ist Early Access. Und wie sind eure Erfahrungen? Was sind eure Tipps zu Thema FPS? Schreibt sie unten rein in die Kommentarzeile. Ne, wir können uns ja gegenseitig unterstützen. Welche Erfahrungen? Was haltet ihr für Mindestvoraussetzungen? Einfach unten rein, damit das endlich auch für
Neulinge oder damit sich auch Leute Vorstellungen machen können, was für PCs gibt bzw. mit was man das alles zocken kann. Wenn du keine FPS-Hure bist, kannst du auf jeden Fall mit diesem Spiel sehr viel Spaß haben. Also, wie immer am Ende meiner Videos, ich bin der Alex Butes von DGZ. Liken, kommentieren, abonnieren und schalt mal wieder ein, wenn es heißt Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.